Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr bestimmt alle, die mir auf Instagram folgt, mitbekommen habt, heute geht's endlich los mit meinem Bike-Umbau. Ich habe jetzt schon ein paar Teile gekauft, da folgen noch aber ein paar. Also es kommen auf jeden Fall noch ein paar Teile. Aber ich stehe hier gerade in der Waschstraße, denn ich muss erst schon mein Bike sauber machen. Also Bike, hier hinten, habe ich auf jeden Fall dabei. Ich werde jetzt erstmal mein Bike waschen. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie dreckig das ist. Ich habe die Aufkleber und die Felge auch schon weggemacht, weil das bekommt auch ein neues Felgedesign, das Bike. Und dann zeige ich euch mal, wie dreckig das Bike ist und werde es erstmal komplett sauber machen. Und dann werde ich euch noch was dazu sagen, die nächsten Schritte, wie es dann weitergeht. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Bike waschen. Also wie man sieht, hier hinten. Die Felge ist halt echt mega dreckig. Hier vorne auch, also wirklich, das ganze Bike ist so dreckig. Auch der Krümmer, wie man sieht, ist komplett dreckig. Ich werde alles, wie gesagt, sauber machen. Und dann melde ich mich nochmal, wenn das Bike sauber ist. Also Leute, wie man sieht, die Felge hinten ist immer noch extrem dreckig. Sind noch voll viele Spuren drauf. Die werde ich aber noch sauber machen, wenn ich die Räder rausbaue. Werde ich doch mal drüber gehen mit Bremsereiniger. Und ja, das Bike ist jetzt auf jeden Fall mal sauber soweit. Wie gesagt, ich lade das Bike jetzt wieder ein und dann wird es eh auseinandergebaut, Reifen kommen drunter und alles Mögliche. Und das erfahrt ihr dann, wenn ich zu Hause bin. Also das Bike habe ich jetzt in die Hütte reingestellt, da werde ich auch schrauben. Und hier seht man, Kreidler Florett, beste. Ich werde das Bike jetzt noch ein bisschen abputzen. Also damit die ganze Nässe und alles weg ist, weil es ist halt echt kalt draußen und so und ich habe keinen Bock, dass das dann irgendwie hinfriert oder sonst was. Und ja, die Felge, wie man sieht, ja man sieht es jetzt nicht so arg, ist dunkel, sind eigentlich ganz gut sauber geworden, aber ich werde die beim Ausbauen auf jeden Fall nochmal mit Bremsereiniger sauber machen. Wie man sieht, der Krümmer hier, der ist auch mega dreckig, also den will ich komplett polieren und so, wenn es klappt. Bin echt mal gespannt, wie das wird. Ja, ansonsten war es das jetzt erstmal. Wie gesagt, ich werde das Bike jetzt erstmal komplett trocken machen. Dann werde ich die Tage die Räder rausbauen. Ich habe auf Instagram gerade noch eine Abstimmung, was für eine Farbe die Räder bekommen. Das wird auch noch sehr wild, sage ich euch. Weil, wie gesagt, ihr entscheidet, welche Farbe die Felge bekommen. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Und ja. Seid da auf jeden Fall gespannt so. Ansonsten halte ich euch auf dem neuesten Stand, wenn ich weitermache am Bike. Ich hoffe so schnell wie möglich. Und dann würde ich sagen, das war's erstmal. 2000 Jahre später. Ja Leute, also. Vorderrad habe ich jetzt mal ausgebaut. Wie man sieht, ich habe hier überall noch Klebereste und auf jeden Fall ist die Felge noch echt schmutzig und ja, die werde ich auf jeden Fall sauber machen. Was ihr auch auf jeden Fall beachten müsst ist, und zwar wenn ihr Vorderrad rausbaut, dass ihr die Bremse wegmacht. Ja, das ist ein bisschen beschissen. Man muss die Bremse erst rausmachen, sonst kriegt man sein Vorderrad nicht raus. Ja, macht einfach die Bremse locker und dann könnt ihr euer Vorderrad rausnehmen. Und ihr könnt auch dazu das Bordwerkzeug nehmen, wo ihr seitlich drin ist. Das passt alles, da habt ihr die Schraube. Und ja, ich werde jetzt, denke ich mal, die Felge hier polieren, die Folie hier runter machen, die Felge sauber machen und dann werde ich anfangen, die vordere Felge zu bekleben, dann mache ich die wieder rein und ja, so arbeite ich mich von vorne nach hinten einfach und baue dann die hintere Felge aus, weil ich muss das Bike hier umdrehen, weil das ist alles ein bisschen klein, ein bisschen eng und deswegen muss ich das Bike erst umdrehen, damit ich da besser hinkomme, damit ich das Hinterrad wieder nach reinbekomme. Ja. Also wie gesagt, ich tue jetzt die Felge verlieren und dann sehen wir uns einfach wieder später. Peace. Mashallah, Bruder. Also Leute, wie ihr seht, die Felge wurde verliert. Ich habe das jetzt gemacht, das hat echt lange gedauert. Circa ungefähr 1-2 Stunden auf jeden Fall locker. Ich zeige das Bild jetzt nur in schwarz-weiß, damit ihr ja nachher das Endergebnis seht. Ich werde nicht alles verraten. Und ja, ich baue jetzt die Felge rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ihr dachtet, das wäre alles. Nein. Unter anderem
ein neuer Fußbremshebel, sogar in schwarz gepulvert, mega nice. Dann Carbonteile seitlich und was ich auch noch dabei habe, sind hier irgendwo auf jeden Fall goldene Schraube. Und ja, hier in dem Päckchen, das ist auch, was ich meine Adresse nicht zeige, habe ich noch einen Auspuffring drin, der wird auch noch drauf gemacht. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt am besten mit den Schrauben hier an. Und zwar, das sind die Schrauben hier für den Lenker. Muss ich jetzt mal schauen, ich schraube jetzt mal eine Schraube raus und gucke, wer das ist. Also Leute, ich habe jetzt eine Schraube rausgeschraubt und das ist die hier. Und das müsste die dann sein. Ich werde jetzt jede Schraube einzeln raus und die neue wieder reinmachen. Also ich werde jetzt eine rausmachen, die neue rein, damit ich meine Lenkerposition erst gar nicht verstelle. Und das, ja, ihr müsst echt aufpassen. Macht am besten nicht alle Schrauben auf einmal raus, sondern jede einzeln. Und dann könnt ihr auch eure Lenkerposition nicht verstellen. Und ich würde sagen, ich baue sie rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, wie ihr seht, der Fußbremshebel ist ziemlich verbogen, auch hier kommt Carbon drüber. Um den Fußhebel abzubekommen, müsst ihr die Schraube hier aufmachen. Die ist hier, diese da. Und hier unten ist nochmal zwei Schrauben, die müsst ihr auch aufmachen und dann könnt ihr das ganze Ding einfach wegziehen. Ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt den Carbondeckel schon drauf gemacht, der wird allgemein nur hingeschraubt. Kann ich euch nachher auch mal zeigen, das ist eigentlich nichts Schlimmes, also der geht echt easy. Einfach die normale Schraube runter machen, Deckel drauf, Schraube zu, fertig. Ja, jetzt mache ich kurz das Ding runter und dann gebe ich euch Bescheid. So, jetzt habe ich den Bremsdinger weg. Wie man sieht, hier hinten muss ich jetzt diese Schraube aufmachen, weil die am Fußbremshebel befestigt ist. Dann muss wahrscheinlich diese Feder hier auf jeden Fall weggemacht werden. Und dieser Bremszylinder muss auch runter, da muss der dann noch aufgeschraubt werden. Müsste eigentlich passen. Ja, ich schraube den jetzt hin und dann gebe ich euch ein Update. Ja Leute, wie ihr seht, neuer Bremshebel ist auf jeden Fall am Start. Sieht schon wieder alles viel besser aus, vor allem der ist sogar schwarz gepulvert. Echt mega geil. Ich muss das jetzt hier noch festziehen, aber bevor ich das mache, weil ich ja so schlau bin, mache ich das jetzt nochmal weg und mache dann den Deckel hier drauf. Dann, dass ich genug Platz habe, mache ich den Deckel jetzt drauf. Ja, ich klebe das auf jeden Fall dann hin, mache den drauf und dann müsste das eigentlich passen. Also Leute, ich habe den Carbondeckel jetzt hingemacht. Ich habe den hier fixiert mit dem Klebeband, damit er auch fest wird. Ja, wie man sieht, mein alter Fußbremshebel ist dran und zwar, weil dieser scheiß Fußbremshebel nicht passt. Der ist für Baujahr keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat der Verkäufer zu mir gesagt, dass der für 2019 passen würde, passt aber nicht. Jetzt darf ich mir noch einen neuen Fußbremshebel bestellen. Aber was ich euch gleich sagen kann, ist, ich werde den Originale, wenn ich den habe, direkt schwarz lackieren, weil ich finde den in Silber hässlich. Das war's dann erstmal. Jetzt mache ich noch einen Auspuffring hin, mache den Auspuff davon noch sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, hintere Felge ist auch ausgebaut, wie man sieht. Überall wieder diese restliche Aufkleber, Dreck und so. Die werde ich jetzt auch noch kurz sauber machen, dann werde ich die bekleben und werde die einbauen. Ja, dann muss ich auf den neuen Fußbremshebel warten und dann ist das Bike so gut wie ready. Sobald das Bike ready ist, ich zeige euch das jetzt halt noch nicht komplett, weil ich möchte ein Bike-Porn filmen. Seid auf jeden Fall gespannt, es wird ein heftiges Video und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Umbau hat euch gefallen. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es echt in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Und dann würde ich sagen, ich würde mich natürlich über jedes Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich denke mal dann beim Bikeporn. Peace. Seid auf jeden Fall echt gespannt, der wird heftig. Power, yeah.